Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Uranium. Wir sind jetzt hier kurz vor eurem, unserem, sage ich, was laber ich? ja, das ist jetzt der zweite Part und letztes Mal sind wir hier stehen geblieben beim Pokémon Fang, sage ich jetzt mal. Also er zeigt uns jetzt, wie man Pokémon fängt. Ich muss ihn nur noch ansprechen. Hey there, Chris. Now that you and Theo are here, it's time to begin your first lesson as a Pokémon Trainer. At the Field Research Aid, was auch immer das heißt. Now watch closely. Well, Pokémon, as you probably already know, inhabit tall grass. But that's not the only place you can also find them, in caves, in water and even in cities if you know where to look. Ja, ja, das wissen wir. Und jetzt zeigt er uns halt, wie man Pokémon fängt. Und auch schon als Erste, was ist das? Ein Chiamunk? Irgendwas Neues. Sehen wir das jetzt auch? Ach, die haben das sogar so animiert, nicht im Fight. Leute, das ist gut gemacht, auf jeden Fall. Und er hat schon gefangen. So macht man das also. Okay. Also dieses Chiamurk ist leicht zu fangen, laut ihm. Jetzt haben wir erstmal den Pokédex bekommen von ihm, alles klar. Ja, wie ich an den Kommentaren eben gesehen habe, der erste Part ist eben rausgekommen und Pokéball haben wir auch bekommen. Der erste Part ist eben rausgekommen und da, also ihr feiert das auf jeden Fall schon. Obwohl gestern in dem Part überhaupt nichts passiert ist. So. Jetzt haben wir ihn auch im Handy registriert. Jetzt ist es übrigens auch hell, wie man sieht vielleicht an meinem Zimmer. Wahrscheinlich sogar ein bisschen zu hell, aber egal. Die Sonne scheint hier direkt ins Zimmer. Ich bin immer noch müde, Alter. Scheiß Schule. So, jetzt haben wir jetzt schon 2 Minuten hier verbracht, diese Scheiße zu machen. So, jetzt können wir aber selber rumlaufen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal... Ach, ich gehe jetzt einfach los. Leute, wir müssen jetzt sogar in irgendeinen Wald. Route 1. Ab geht's mit unserem Pokémon-Abenteuer. Und ich finde, es leckt ein bisschen, kann das sein? Ich weiß nicht, ob das da unten schon Trainer ist. Ich will erstmal hier oben langlaufen. Kann man, kann man diese Bäume hier nicht, nee, kann man nicht. Sonst konnte man die kaputt machen oder irgendwie sowas. Und da kommt schon der erste Pokémon-Trainer hier? Bevor ich überhaupt ein, Dingens, gedingens habe. Ihr wisst, was ich meine, bevor ich ein Pokémon, also ein wildes Pokémon gefightet habe. Und ihr seht es, da ist dieses Chiamunk. Chiamunk, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das müssen wir aber eigentlich tot kriegen. Okay, das hat nicht wirklich viel Damage gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, was das vom Typ her ist. Ich setze einfach nochmal Glut ein. Vielleicht haben wir einen Volltreffer. Nein, leider nicht, aber... Oh, das wird sogar knapp. Das wird sogar knapp, aber wir greifen hier als Erstes an. Also kein Problem. Easy. Wir sind auf Level 6 geworden. Ach, die hat noch eins. Birby? Das sieht irgendwie lustig aus. Ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Pokémon vom Aussehen. Oh, jetzt wird es langsam knapp. Komm schon, bitte Volltreffer. Fuck! Alter, wie ich sterbe. Holy shit, Alter. Was für ein Luck ich jetzt hier schon habe, Mann. Das ist gerade mein erster Pokémon-Trainer hier. Heftig, Alter. Okay, das war's aber. Er hatte nur 2. Easy, würde ich sagen. Erstmal zurückgehen und heilen. Weil Tränke haben wir, glaube ich, noch nicht bekommen. So, wo ist denn unser Haus? Das ist doch da oben gewesen, ne? Ich finde es ein bisschen scheiße, dass man das nur mit Tastatur spielen kann und nicht mit hier Gamepad. Das wäre es natürlich noch. Aber das geht leider nicht. Erstmal Pokémon heim bei unserer Oma. Dann läuft die Scheiße. Also ich würde sagen, wir suchen uns erstmal jetzt selber ein neues Pokémon, weil mit einem werden wir hier nicht weit kommen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal... Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Hier gibt es schon wieder zu viele Wege. Ich guck mal, was hier so rumläuft. Und das ist die wilde Pokémon-Musik. Oh, was ist das denn? Kubuk? Wenn ich jetzt wüsste, was das für eins ist. Ey, die Musik ist auch mega sick. Das ist ein Pflanzen-Pokémon, das wird jetzt instant sterben. Wer jetzt gedacht. Ja, es sah auch sehr nach Pflanze aus.
Oder irgendwie sowas. Käfer, whatever. Gucken, was hier noch so kommt. Und dann wird dieses Birby. Das will ich aber nicht haben. Obwohl, ich weiß nicht, ob das... Man weiß halt nicht, ob das irgendwelche Weiterentwicklungen gibt oder sonst etwas. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Flash? Ist gerade Flash eingesetzt? Braucht man das nicht, um Höhlen zu erleuchten? Wir sind ja schon Level 7 geworden gerade. Ja, ich würde sagen, ein Pokémon machen wir hier noch. Gucken, was da noch kommt. Und jetzt haben wir auch dieses Schiermunk. Das ist aber nur Level 2, das werde ich mir ganz bestimmt nicht fangen. Ich würde sagen, wir behalten erstmal hier unseren Kai. Die Musik ist auf jeden Fall gut. Habe ich auch in keinem Spiel gehört. Das haben sie wahrscheinlich extra für dieses Spiel hier entwickelt. Die Musik. Ich finde, es stört ein bisschen, dass es ein bisschen hängt. Warte mal, der Pokéball war doch da eben noch nicht, oder? Da liegt echt ein Potion, den habe ich vorher nicht gesehen. What the fuck? Und da oben ist auch noch einer, den habe ich vorhin gesehen. Antidote, ich weiß nicht mehr, was das war. Auf Englisch. Und noch ein Schierbunk. Was war nochmal Anti? Ich glaube, das war... was war das nochmal? Egal. Ich weiß es gerade nicht. Komm, wir machen nochmal Kratzer, dann müsste es auch tot sein. So, heilen müssen wir uns noch nicht. Wir gucken erstmal, was hier unten abgeht. Hier ist ein Haus, mitten auf der Route. Oder kann man sich hier auch heilen? Aha. Okay, die sagt auch nicht viel. Sonst könnte man sich in die Betten reinlegen. Aber es geht hier nicht. Sonst könnte man sich in die Betten reinlegen und sich selbst heilen. Oh, was ist hier? Ist hier ein Secret Item? Nee, schade. Das wäre geil gewesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier unten lang gehen soll oder... Hier ist auf jeden Fall ein Angler. Was hat er gerade gesagt? Did you know? Auf jeden Fall ist hier unten noch ein Pokéball, aber nein, wir laufen natürlich im Gras weiter. Noch ein Birby. Müssen gleich eh nochmal zurücklaufen und uns heilen, weil sonst wird mir das zu riskant. Ich habe keinen Bock hier zu verrecken. Das muss nicht unbedingt sein, so früh. Aber die Musik ist auf jeden Fall sick für ein Hack. Selber gemacht anscheinend. Was haben wir denn hier noch? Potion nochmal. Okay, jetzt brauchen wir eigentlich doch nicht mehr zurückgehen. Aber ich will wissen, was da oben noch war. Da war ja noch... Irgendwas war da ja noch. Hier kann man nur mit Surfer rüber. Das ist auch interessant. Weißt du, ich gehe nochmal kurz zurück und guck, was da oben ist. Warum leckt das so? Leckt das auch so, wenn ich die Schuhe ausmache? Ja, das leckt dann auch. Ja, das müssen sie wahrscheinlich noch fixen. Das ist noch nicht ganz flüssig. Das ist auf jeden Fall ein Trainer, ja. War klar. Ah. Aber wir haben ja Tränke. Oten. Often? Oten? Keine Ahnung, whatever. Soll ich da jetzt schon Trank einsetzen? Ich weiß nicht, wie viel Damage das macht. Ich mache einfach mal eine Attacke, geht wahrscheinlich noch klar. Oh, okay. Ich setze jetzt doch mal lieber einen Trank ein. Jo. Das macht keinen schlechten Damage. Nein! Ich habe Heuler eingesetzt, bin ich behindert. Nee, hä? Bin ich gerade nicht auf Heuler gegangen? Ach, keine Ahnung, was ich gemacht habe. War gerade ein bisschen komisch. Egal. Hauptsache, wir haben den Fight gewonnen. Und die hatte auch nur ein Pokémon, also easy. So, jetzt will ich mal schauen, was hier unten ist. Okay, hier ist nichts außer Beeren. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich wollte ja eh zurückgehen und mich heilen. Sicher ist sicher. Ich will hier nicht verrecken. Das ist natürlich dann richtig low. Ich weiß, ihr hört meine Tastatur. Ja. Ist halt so eine mechanische. Mit mechanischen Tasten. Und die sind halt übelst laut. Es tut mir leid. Aber anders geht's nicht. So. Einmal noch heilen.
Gut, dann haben wir das auch hinter uns. Ah ne, muss ja hier lang. Stimmt, da war ja was. Gut, dann gehen wir jetzt den normalen Weg, weil da unten ist ja nichts. Die Musik ist einfach übelst geil. Die ist übelst geil. Und das nächste wilde Pokémon. Vielleicht noch was Neues? Nein, wieder ein Birby. Das will ich auch nicht. Aber natürlich kämpfen wir gegen das. Dann sind wir schon Level 8 wahrscheinlich. Die Musik ist echt sick. Das muss man ja mal sagen. Gut. Weg mit dem Birby. Nicht ganz Level 8 geworden. Schade. So. Hä? Waren wir hier noch nicht? Ich dachte, ich bin schon an dem Trainer vorbei gewesen. Bin ein bisschen Brain auf K gerade. Ein Kubok. Ja, ist anscheinend echt ein Käfer-Pokémon. Was auch sonst. Aber Käfer und Feuer verträgt sich nicht. Also, lol, das hat echt überlebt. Ich dachte, ich brauche jetzt easy One-Shot. Und es wird angezündet und stirbt jetzt wahrscheinlich. Es stirbt tatsächlich. Also, war das mit dem One-Shot doch gar nicht so falsch. Was hat. Er hat noch so eins. Okay. Alles klar. Ja, das gleiche wahrscheinlich nochmal. Das wird ja wahrscheinlich wieder angezündet. Jo. Easy. Und auch das ist tot. Armes Kubok. Tschüss. So, was erwartet denn hier uns? Oh, schon wieder ein Trainer. Und da oben ist schon Ausgang. Und da kommen wir erst mit Zertrümmer hin. Dann sind wir gleich schon in der nächsten Stadt wahrscheinlich. Aber erstmal kommt hier so ein kleines Kitty wieder. Was hat der denn? Was hat der denn? LOL! Vortok? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hat die ganzen Pokémon, also. Sieht aber nach Wasser aus. Wassergift. Ja. Das wird, ja, Wassergift sein. Auf jeden Fall. Das ist böse. Da brauche ich jetzt auch einen Kratzer. Weil mit Blut werde ich da nicht viel Damage machen. Oh, das könnte sogar relativ knapp werden. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt lieber ein. Okay, wird angezündet. Ich setze jetzt mal lieber einen Trank ein, bevor ich jetzt hier noch drauf gehe. Das will ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Kurz vorher Routenende. Sicher ist sicher, Leute. Ja, komm, jetzt stirbt es eh durch die Verbrennung. Und natürlich musste uns das jetzt noch vergiften, kurz vorm Schluss. Egal, es gibt auf jeden Fall ziemlich viel EP. 86. Er möchte meine Nummer haben. Klar, Süßer. Beutel. Wir hatten doch Antitude. Das ist, glaube ich, gegen Gift. Ah, gegen Gift war's. Jetzt haben wir auch keine Items mehr. Ne? Super, haben wir schon alles verbraten. Aber hier wäre noch eins gewesen. Also es war von denen geplant, dass man vergiftet wird. Ja, wie gesagt, da unten kann man nicht lang. Mal schauen, was uns hier erwartet. Kevlar Tower. Hört sich interessant an. Nice. Eine Stadt. Eine ziemlich blumenreiche Stadt, würde ich sagen. Ich suche erstmal ein Pokémon Center. Supermarkt ist da. Pokémon Center wird wahrscheinlich hier. Genau. Ein Pokémon Center ist hier. Das sieht nice aus. Muss ich sagen. Und es ist so ein Remix von der normalen Pokémon Center Musik. Hört sich nicht schlecht an. Ich muss sagen, mit der Musik haben sie echt nichts falsch gemacht bis jetzt. Ja, ich werde mich jetzt hier nochmal kurz umgucken. Hier können wir nur mit Stärke weiter. Warte mal, ich wette, die Tussi sagt uns, wo es zum Supermarkt geht. Oh nein! Sie sagt uns jetzt, was ein Pokémon Center ist, die Bitch. Ja, das weiß doch jeder. Oh nein, warum habe ich die angesprochen? Das ist so Time-Wasting, Alter. Ja, danke, danke, ich weiß. Oh, wir kriegen sogar Beeren dafür. Das, okay, hat sich doch gelohnt.
Danke sehr. Also immer jeden ansprechen in dem Spiel. Das wird euch meistens weiterführen. Hier ist ein Supermarkt. Gucken wir doch mal rein, was man hier schon so kaufen kann, weil ein paar Potions wäre schon ganz nice. Potion. Komm, uns 3, das wird auf jeden Fall reichen. Die Pell? Schutz können wir auch schon kaufen, aber das ist für Blowbobs. Ich will erstmal ein neues Pokémon so langsam haben. Ist hier jetzt in der Stadt überhaupt nichts, oder was ist hier? Hier ist ein Blumenladen schon? Alles klar, und hier ist schon die nächste Route. Was? Ich dachte, hier ist die erste Arena. So wie ich das verstanden habe. Was steht der Opa hier so? Ich spreche jetzt einmal so jeden an. Was ist mit dem hier falsch? Hä? Okay, wir sollen ihm ein Fahrradrad bringen. Was hier irgendwo sein soll. Dann kriegen wir ein Fahrrad von ihm. Aber so wie es aussieht, ist das nicht hier in der Stadt, sondern irgendwo anders. Geh doch da rein, Alter. Und leck nicht so rum. Das ist der ganz normale Blumenladen. Nichts Besonderes. Nice. Wieder Freebären. Lol. Jetzt rastet sie aber aus, Alter. 4 Bären, alles klar. Danke. Sie eskaliert komplett und die Bären hier habe ich jetzt keinen Bock wegzunehmen. Ja, also anscheinend. Ich gehe jetzt auch nochmal in die beiden Häuser hier und dann reicht es für heute. Nee. Nichts Wichtiges. Sieht nicht so wichtig aus. Hier ist alles leer. Hauptsache Haustür offen lassen. Was mit dem Detektiv hier? Wanna hear a joke? How do you get 50 on the bus? You poke. Spasti, Alter. Okay, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir in Route 2 uns weiter dem Abenteuer stellen. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.